So, hallihallo und herzlich willkommen zu einem neuen Video hier auf meinem Kanal. Heute wird es ernst. Ich drehe dieses Video jetzt Tage zuvor, bevor dieses Video online kommt. Heute wird der Mercedes, der W211, umgebaut. Für euch heute, für mich leider noch nicht heute, weil ich halt noch die ganzen Teile bestellen muss. Ich muss das alles lackieren lassen und so weiter und so fort vorbereiten und dann auch irgendwann noch zusammenbauen und so. Das werdet ihr alles in diesem Video sehen. Genau, ich würde euch das einmal ganz gerne zeigen. Wir haben hier überall Steinschläge. Überall. Ich weiß nicht, ob man es auf dem Video so gut sieht, aber es sind überall Steinschläge. Hier ist es sogar schon matt. Hier ist es sogar schon gebrochen. Also, die Stoßstange sollte sowieso erneuert werden. Stoßstange wird umgebaut auf Facelift. Aber Stoßstange wird nicht nur auf Facelift umgebaut, sondern auf AMG. Die Scheinwerfer sind nebenbei bemerkt auch nicht mehr so schön. Die Scheinwerfer sind schon ziemlich verblasst. Ich habe schon versucht, sie zu polieren, aber wirklich schön. Schön wird es nicht. Deswegen werden die Scheinwerfergläser wahrscheinlich erneuert. Nebenbei bemerkt, habe ich auch gerade gesehen, haben wir hier auch die Kappe vom Blinker, von der Blinkerleuchte liegen. Das soll natürlich auch so nicht sein. Deswegen werden wir die Scheinwerfer aufmachen, werden die Gläser tauschen. Das werde ich euch dann auch nochmal in einem separaten Video zeigen. Aber ihr werdet trotzdem in diesem Video schon sehen, wie sie fertig aussehen. Aber falls ihr es nachmachen wollt oder die Gläser tauschen wollt, könnt ihr gerne abonnieren oder wie auch immer. Und dann in Zukunft mal gucken. Da haben wir auf jeden Fall dann wahrscheinlich nächste Woche ein Video, wo die Scheinwerfergläser getauscht werden. Könnt ihr euch das angucken, nachmachen und so weiter und so fort. Ob ich davon überzeugt bin von Gläsertauschen, weiß ich noch nicht. Das weiß ich erst, wenn ich es gemacht habe. Die Scheinwerfer an sich sind teuer. Das sind 10er Scheinwerfer und ich möchte jetzt auch nicht umbauen auf Halogen oder so ein Schwachsinn. Deswegen, es sollen schon die Scheinwerfer bleiben. Das heißt für uns jetzt auf jeden Fall schon mal, wir warten ein paar Tage auf die Teile und dann geht es weiter mit Projekt Frontumbau. So, die Stoßstange ist da. Das ist eine AMG-Stoßstange. Die muss jetzt zum Lacker. Die Teile, die Anbauteile und so weiter dafür sind auf dem Weg und ich würde sagen, wir kommen jetzt erstmal zum Lager und dann geht es auf jeden Fall weiter. So, neuer Tag, neues Glück. Wir sind wieder am Mercedes. Die Teile sind vollständig. Wir haben alles. Wir haben die Gitter für die Stoßstange, wir haben die Chromleisten für die Stoßstange, die Nebelscheinwerfer, den Grill und die Scheinwerfergläser. Das heißt, wir können langsam mit der Front loslegen. Genau, die Stoßstange liegt drin, wir befinden uns hier im Autozentrum Glinde, könnt ihr gerne mal auschecken. Genau, was brauchen wir jetzt? Wir brauchen die Chromleiste für die Stoßstange, wir brauchen die Gitter und die Nebelscheinwerfer. Wie trage ich das jetzt am besten? Egal, ich baue das soweit ein, dann zeige ich euch am Ende einmal, wie sie aussieht und dann wird die dann auch die Tage eingebaut, beziehungsweise in diesem Video noch, aber wir springen ja hier so ein bisschen durch die Zeit. So. Die Teile habe ich jetzt alle rangebaut, es fehlen noch die PTC-Sensoren, die sind noch in der Stoßstange, die am Wagen ist. Die Nebelscheinwerfer sind nebenbei bemerkt keine Nebelscheinwerfer, sondern Abbiegelichter oder Kurvenlichter. Die Dings hier, die Spritzsensor, hier ist schon, die Dinger muss ich noch befestigen. Das wird alles noch passgenauer, das wird wunderschön. Es sieht sehr schön aus, es sieht sehr gut aus, in Farbe noch viel besser als vorher. Genau, die soll auf jeden Fall ins Auto ran. Go. Einen wunderschönen guten Morgen. Es ist 9:30 gerade, es ist Montag. Heute ist es endlich soweit. Heute wird die Front komplettiert, heute wird das alles zusammengebaut und so weiter und so fort. Da werden wir natürlich erstmal gucken, ob das alles so hinhaut, wie ich mir das vorstelle. Ich hoffe, dass das alles reibungslos abläuft und dass das alles passt und so weiter und so fort. Aber das wird schon. Wo ich mir am meisten Sorgen mache, sind eigentlich die Scheinwerfer, ob ich die so auseinander bekomme und sowas. Wir müssen jetzt nochmal kurz im Vorfeld für die Scheinwerfer den Kleber holen aus dem Baumarkt. Und dann müssen wir ganz wichtig aus der Firma die Stoßstange holen. Die ist, glaube ich, am allerwichtigsten für den Umbau. Aber wie gesagt, die ist schon zusammengebaut und alles. Das ist alles schon fertig, das habt ihr auch eben schon gesehen. Und die müssen wir nur abholen, ins Auto packen, vorher noch kurz im Baumarkt. Und dann kann es auch schon losgehen. Ich bin mega gespannt, wie es alles wird, ob das alles mit der Front, ob das alles passt, wie gesagt und so. Aber genau, ich würde sagen, wir holen jetzt erstmal die Stoßstange ab und dann fahren wir danach in den Baumarkt. So, wir sind angekommen. Wir holen jetzt, wie gesagt, den Kleber aus dem Baumarkt. Eigentlich wollte ich erst die Stoßstange holen und dann den Kleber, aber jetzt habe ich mich doch dazu entschlossen, erst den Kleber zu holen. Wenn ihr eine Idee habt, was man da benutzen könnte oder vielleicht sogar es schon mal gemacht habt, mit dem Scheinwerfer und so weiter und so fort, schreibt es gerne in die Kommentare. Schreibt allgemein mehr in die Kommentare, Leute. Viel mehr, schreibt rein, was ihr wollt. So, wir gehen jetzt in den Baumarkt und dann wird es auf jeden Fall alles gemaked. Ich wollte nur einmal noch kurz die Chromfelgen zeigen. Wir gehen jetzt in den Baumarkt rein. Maske nicht vergessen, Geld nicht vergessen.
So, Kleber für die Scheinwerfer haben wir. Ich habe jetzt Silikon-Lichtmasse genommen, schwarze. Ich hoffe, wir kommen damit hin. 18,99 kostet der Hase. So, jetzt geht's weiter zur Firma. Da holen wir jetzt die Stoßstange ab. Und dann geht's, ja, dann geht's ans Eingemachte, würde ich sagen. So, die Stoßstange ist eingeladen. Jetzt brauchen wir nur noch einen Platz, wo wir sie anbauen können und das ganze Auto umbauen können vorne und so weiter und so fort. Und da habe ich auch schon was rausgesucht, beziehungsweise war ich da schon sehr oft. Und da fahren wir jetzt hin. So, wir sind bei der Selbsthilfe angekommen. Lou ist auch schon da. Jetzt mich nicht mitgerechnet. Ich dachte, er kommt später. Aber glaube ich mich geirrt. Geht ab! Was ist los? Wer sind Sie? So, wir werden jetzt da rein und das Auto fertig machen. So, wir haben die ganzen Teile jetzt da. Das ist die Stoßstange nochmal. Habt ihr ja vorhin schon gesehen. Hier ist der Wagen. Die soll da ran. Der Grill, der alte, gut, zeige ich jetzt nicht, wie es wieder aussieht. Das ist der neue auf jeden Fall. Der ist ein Tick größer, um einiges größer und spitzer vor allen Dingen. Hier ist die Herausforderung des Tages. Die Scheinwerfergläser, das wird glaube ich auch eine wilde Aktion, die da ranzukriegen, aber das sehen wir dann. Genau, mit dem Kennzeichen, da habe ich wie gesagt noch in den nächsten Videos eine Kooperation mit dem Kennzeichenhalterhersteller. Das wird dann erstmal, bis das da ist, das ist auf dem Weg zu uns, bis das da ist, wird das auf jeden Fall erstmal in die Scheibe gelegt und dann ist gut. Genau, ich würde sagen, wir fangen einfach mal an, das irgendwie zu zerlegen. Alles auszubauen, Stoßstange ausbauen, Scheinwerfer ausbauen und den Grill kümmern wir uns am Ende. So, dann geht's weiter. So, wir haben die Stoßstangen auf jeden Fall schon mal ab, das ist schon mal gut. Wir müssen jetzt noch die PTC-Sensoren aus der Stoßstange rausholen, aus der alten, und die in die neue machen und gucken, was wir noch von der alten brauchen, was wir in der neuen quasi auch brauchen. Also ein bisschen Altteile in die neue rein. Die Maske ist übel nervig, mir ist todeswarm da drin. Es ist einfach nur richtig belastend, eine Maske zu arbeiten. Ja, genau. So, wie zu erwarten, ist das erste Problem aufgetreten. Und zwar passen die PTC-Sensoren leider nicht in die davor für vorgesehenen Dinger hier rein. Da müssen wir jetzt ein bisschen improvisieren. Der Kameramann ist jetzt auf dem Weg zum Baumarkt und holt da Unterlegscheiben und Kleber, dass wir die da reinkriegen. Genau, dann kleben wir die da rein. Dann kriegen wir das hin. Ich habe auf der einen Seite hier schon einen rausgerissen. Einen so ein Ding hier. Weil dann kommen wir da auch ran und dann können wir die quasi da reinkleben. Das wird schon, das wird super. Ich mache jetzt auf jeden Fall die Scheinwerfer. Das zeige ich euch jetzt nicht, beziehungsweise ich zeige euch das später, nächste Woche wahrscheinlich. Werdet ihr dann sehen, wie die Scheinwerfer, wie die Gläser erneuert werden. Das mache ich jetzt nebenbei und dann sollte der Kameramann auch wieder da sein. So, jetzt kümmern wir uns um den Grill. Aber ich glaube, das brauchen wir euch nicht großartig zeigen mit dem Grillumbau. Da habe ich schon mal ein Video hochgeladen. Das ist der Grill, die Besonderheit daran, dass wir jetzt umbauen, ist der Öffner. Da müssen wir uns was ausdenken, wie wir das machen, weil der wird zu kurz sein. Vorher, nachher. Ne? Das ist eine andere Welt. Genau, der kommt dann halt genau wie der andere eben einfach hier ran, hier rauf. Und wie ihr seht, haben wir hier jetzt den Zug zu kurz. Der müsste länger, dass man da ankommt. Das werden wir wahrscheinlich erstmal provisorisch machen und dann mal auf den Schrottplatz gucken, dass wir den entlang finden. Falls es das gibt, ich weiß nicht. Wenn ihr da Tipps habt, dann gerne in die Kommentare schreiben.
So, ich bonne jetzt ran und dann geht es gleich weiter mit der Stoßstange. Den Scheinwerfer, den einen habe ich auch schon eingebaut, auf den anderen habe ich gar keine Lust. Das mache ich gleich. Das ist sehr anstrengend, dieses Glas da abzumachen. So, kleiner Zwischenstand. Wir haben jetzt die PVC-Sensoren da professionell reingebastelt, reingeklebt mit 2K-Kleber. Ist wie es ist, ne? Was soll man machen? Ist halt so, die ganzen Dinger hier haben wir rausgerissen. Die Halterung quasi, die da rein sollten, weg damit. Braucht kein Mensch. Die Scheinwerfer sind soweit wieder drin, sieht wieder schön aus. Also viel, viel besser als vorher. Um einiges. Hier nochmal ganz kurz zum Vergleich. Das sind die alten, das sind die neuen. Ne? So, das ist der Grill. Das ist auch schon mal eine andere Hausnummer. Genau. Die Stoßstange kommt gleich ran. Da müssen wir dann gucken, dass das alles mit den von den Nebelscheinwerfern mit den Steckern passt. Aber das gucken wir dann gleich. Ich hoffe. Und dann ja, geht es auch langsam mit der Front dem Ende zu. Wir müssen jetzt die Kabel noch vernünftig da irgendwie rein buxieren. Und dann muss sie ran. Und dann gucken wir, ob das alles so passt, wie wir uns das vorstellen. Also soweit ist es schon mal dran. Wir haben jetzt hier an den Kotflügeln noch ein bisschen zu kämpfen. Das regelt sich hoffentlich gleich mit der Schiene. Für den Nachbau passt das auf jeden Fall sehr, sehr gut. Wie gesagt, bis auf die Kanten vom Kotflügel, da müssen wir gleich noch mal ran. Das wird hoffentlich mit der Schiene da hinten was. Dann ist es auch gerade. Ansonsten gefällt mir das schon mal sehr gut. Sehr, sehr gut sogar. Sehr, sehr, sehr gut. So, wir haben es geschafft. Nach, ich glaube, 5 Stunden oder 5,5 Stunden oder so ist es jetzt komplett fertig. Wir haben die Scheinwerfer neu gemacht, die Stoßstange neu gemacht, den Grill neu gemacht und so weiter. Und so vollkommen auf Facelift umgewandelt. Ich sehe es gerade, ihr nicht, aber es ist sehr geil geworden. Es ist wirklich richtig geil geworden. Und ich würde sagen, ich würde euch einen Blick riskieren lassen. Ja, wir haben hier den verlängerten Grill, den großen Grill, den Spitzengrill, die spitze Stoßstange. Ja, Mann, das soll es gewesen sein. Vom Frontumbau. Ich hoffe, euch hat das Video gefallen. Ich würde sagen, wir sehen uns auf jeden Fall im nächsten Video. Wir haben noch ein paar kleine Sachen vorbereitet. Und bis dann erstmal weiter.